Da tanzt wieder eine. Typisch Minecraft. So. Ab nach Hause. Und ab hier in unser Lager. Dann sortieren wir das Ganze auch mal ein bisschen. Totenholz, Fichtenholz. Ja, dann haben wir jetzt richtig schön viel Holz wieder. Das gefällt mir. Auch ordentlich. Und 13 Äpfel, sehr geil. Ich glaube, die Quote des Apfeldroppens hat sich irgendwie erhöht. Das machen wir hier mal zu unserer kleinen Speisekammer. Würde ich mal sagen. Ja, da haben wir ja auch schon Dinge drin. Was denn? Wie machen wir es denn nun? Kartoffel. Kartoschki. Haben wir denn genügend Kartoschki am Start? Oder müssen wir das erst noch pflanzen? Ah, schau mal an. Okay, wir haben gar keine Kartoschkis mehr. Das heißt, die dürfen wir nicht essen, sondern die müssen wir unbedingt pflanzen. Das können wir ja gleich mal tun. Und Möhren habe ich keine gesehen, ne? Hatten wir nicht Möhren? Wir hatten noch 100% Möhren am Start. Tja, müssen wir gleich mal investigativ recherchieren. So, und ab ins Bettchen. Liebe Welt, vielen Dank und gute Nacht. Du kannst noch schlafen, wenn es dunkel ist. Müssen wir noch ein bisschen warten. Dann können wir ja so lange mal unseren Kartoschkis einpacken. Bitteschön, dankeschön. Hier haben wir noch Kürbiskerne und Weizenkörner, aber keine Melonen. Melonensamen wären eigentlich auch ganz nett, muss ich mal sagen. Und ich glaube, die hatten wir auch, bevor uns das komplette Inventar flöten gegangen ist, in einer unserer zukünftigen Folgen werden wir mal wieder Melonensamen suchen. Und ja, gucken wir mal, das ist jetzt, es dürfte eigentlich genug Nacht sein. Jawohl, gute Nacht. Was schwebt denn da? War das mein Schwert, das gerade so hin und her ist? Wie lustig. Okay, dann würde ich mal sagen, wir bauen mal unser Feld ab. Und pflanzen mal ordentlich Kartoschkis. Und können dann nochmal unsere Kühe füttern. Weil unsere Kühe sind nämlich echt, sind ziemlich wenige geworden. Da haben wir wohl einfach ein bisschen zu viel Kartoschkis gedingst. So, aber hier unsere Kürbisse gehen gut ab, ne? Ja, und wie gesagt, hier nochmal der Aufruf an euch. Ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Wenn ihr einen Namen für unser Dorf habt, bitte her damit. Ihr seht ja so ein bisschen, wie es aussieht. Ihr kennt die Leute, die da drin wohnen. Es ist ein altes Fischerdorf. Und, Sekunde, hier kommen die Kartoffeln hin. Ja, wir suchen einen Namen für unser Dorf. Oder halt für unsere Insel, für unseren Ort irgendwie. Also, ich brauche halt einen Namen, mit dem ich einen wunderschönen Trailer machen kann, den ich dann immer vor jedes Video setze. Das fand ich eigentlich bei Power City voll geil, das hat total Spaß gemacht. Und das würde ich eigentlich auch gerne weiter so machen. Wunderbar. Das sah eigentlich gut aus und hat sehr viel Spaß gemacht. Da müssen wir uns hier ein bisschen was überlegen, ne, wie wir das machen. Aber da können wir ja auch so ein bisschen hier diesen machen und halt einfach ein bisschen was zeigen, ne? Und mit schöner Musik so ein bisschen was machen. Das kriegen wir hin. So. Na, hoppsala. So. Diese Folgen gehen jetzt ja auch wieder 15 Minuten. Und nicht wie die Power City Geschichten, die können wir jetzt ja mal braten. Die Power City Folgen fast 30, also 25 Minuten, die ja wirklich lang sind zum Anschauen. Wo man auch echt nur Power geben muss, damit man da, sag ich mal, huch, dass man das durchhält. Wobei die Aufnahmesession wird jetzt auch 90 Minuten lang gehen. Weil ich natürlich euch schon auch gerne wieder mit
mindestens 5 Folgen versorgen will. So. Was wollten wir jetzt tun? Ah, wir wollten die Kühe füttern. Und die Schafe können wir eigentlich auch füttern. Wobei, die Schafe brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Die sehen ja eigentlich auch so ein bisschen Deko. Und wie viel haben wir von denen? Ja, eigentlich auch genug, ne? So. Liebe Kühe. Wo ist denn der Eingang? Dass du genau vor dem Eingang stehen musst, finde ich auch bemerkenswert, Freund. Ah, ah, du bleibst drin. Hallo, liebe Kühe. Liebe Porno-Freunde. So. Immer wieder nice, wie die ankommen. Du bekommst auch eins, auch wenn du ein bisschen einsam bist. Aber vielleicht findest du jetzt eine Lebens- und Liebensgefährtin. So. Wie sieht es hier aus? Habe ich ja schon alle gefüttert. Das wäre natürlich ganz nice. Nein, hier noch nicht. Verzeihung. So. Ja, wunderbar. Na. Leute, also, könnt ihr ruhig ein bisschen zusammenreißen, was die Geräusche angeht, ne? Na du, ist ja auch verlaufen, hä? Habe ich die erledigt? Hm. Wir haben noch ein paar Kerne, dann können wir mal vorne unsere Hühner füttern, falls noch welche da sind. Ja, 2. Ja. Hallo. Jawohl. Sehr gut. Habt ihr fein gemacht. Super. Haben wir noch mehr? Nö. So. Also auf dem Teil der Insel war ich aber auch, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Gut, hier haben wir natürlich immer noch viel, viel Platz, um Dinge zu tun. Und hier sind ja richtig viele Hühner am Start. Wie geil. Also hier können wir unser Dorf, wenn wir jemals wollten, auch nochmal kräftig erweitern. Oder aber wir könnten da so eine Art Maschine oder was bauen. Wobei mir ist das einfach viel zu schön, um da was anderes draus zu machen. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier hinten war. Sehr nice. Also ich glaube, hier hinten war ich irgendwie noch nie. Ich kann mich auch nicht an diesen Höhleneingang erinnern. Habe ich einen Kompass? Nö. Okay, ich muss einfach nur einmal an der Küste lang. Ja, machen wir mal eine kleine Forschungstour. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich hier jemals lang gelaufen bin. Sehr abgefahren. Da lebt man dann praktisch. Ach so, doch, da war ich schon mal. Aber da habe ich einen Kackstift gebaut. Warum? Hm. Ich hoffe ja noch, dass ich hier irgendwas finde, was es erst in neueren Versionen gibt. Neues Biom oder sowas. Oh, hier sind wir auf jeden Fall am Ende angekommen. Sehr nice. Hier haben wir sehr viel Sand. Das ist auch gut zu wissen, falls wir jemals einen Gedächtnisstrand brauchen. Hier haben wir schön viel Kürbis. Nice. Melonen wäre aber auch ganz geil gewesen.
Oha, was haben wir denn hier Schönes gefunden? Ich glaube, das ist auch schon eine ganze Weile her. Oh, alter Schwede. Okay, hier waren wir mal unten. Hey, was haben wir denn hier Schönes gefunden? Karotte. Ja, wie geil. Nice. Nehmen wir natürlich mit. Pilze auch. Kies. Schadet nicht. Ja, wie nice, wie cool. Sandstein nehmen wir auch mal mit. Ja, die Karotte können wir ja gleich mal anpflanzen. Hier geht es also runter. Ja, ich glaube, wir haben hier einfach mal eine Höhlentour gemacht, ne? Ist auch schon eine ganze Weile her. Ist noch was im Ofen? Nee, schade. Ja, wie nice, okay. Ist ja schon ewig her, oder? Abgefahren. Also, es ist echt abgefahren. Man kann sich dann an so Sachen gar nicht mehr erinnern. Achtung, Lava irgendwo. Voll nice. Das gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir machen uns mal wieder auf den Heimweg. Nicht, dass wir jetzt gleich, wenn die Sonne untergeht, dann doch der einen oder anderen Zombie begegnen. Da bin ich ja nicht so heiß drauf. Vielleicht entdecken wir aber auch noch was. Da ist der Urwald. Pilze am Start. Hast du mich gerade erschreckt? Und im Grunde ist das immer noch unsere Insel, aber wir haben da uns sozusagen da vorne ja so ein kleines Eiland abgezwackelt. Und auf das konzentrieren wir uns da so ein bisschen. Wir haben aber natürlich jederzeit die Möglichkeit, hier richtig fett weiterzumachen, ist klar. Oh, jetzt geht die Sonne doch unter. Und wir sehen nichts mehr und werden elendig sterben. So, da müssen wir lang. Glaube ich. Tja. Doch, natürlich. Also hier ist dieser Urwald, der auch der, wo auch der Höhleneingang ist, wo wir hin müssen. Genau, da vorne ist nämlich unser. Oh, fuck. Da vorne ist nämlich unser Dörfchen wieder mit unserer wunderschönen Brücke, wo wir jetzt auch nachts sehen, wie das aussieht. Okay, abgefahren. Sehr dunkel. Sehr krass. Und hoffentlich creept hier jetzt nichts rum. Wir nehmen mal vorsichtshalber unser Schwert in die Hand. Ja, gut, ein Creeper ist immer ein Albtraum bei sowas, ne? Aber geil, wie sich das Wasser spiegelt. Wir machen mal diesen hier. Leider nicht ganz so die optimale Musik jetzt dafür, aber sieht trotzdem sehr geil aus, die Spiegelung.